Er ist Todunerin. Woher soll ich das denn wissen? Denken ist anscheinend nicht deine Stärke. Aber gut, dass du gekommen bist, Verräterin. Ich habe herausgefunden, dass der Kristall, den Ariane mir gegeben hat, eine mächtige Waffe ist. Schau her. So, und damit wieder einmal herzlich willkommen zurück hier bei Zwielicht. Ja, wir befinden uns jetzt hier in der Kanalisation und haben vor, diese natürlich zu erforschen, so gründlich wie es nur geht. Tja, und schon haben wir zwei Gänge. Und wie es aussieht, auch schon ein Kampf vor uns. Oha, Dunkelelfen. Du hast hier nichts verloren. Schau mal, was für Missgeburten sie begleiten. Das muss die Verräterin sein. Hat Jarisch etwas schlecht über euch gesprochen? Schweig! Wer sich mit Menschen und Elfen einlässt, hat nichts als den Tod verdient. Du bist es nicht mal wert, einem Richter vorgestellt zu werden. Wir werden dich hier und jetzt hinrichten. Na gut. Dann gib mal euer Bestes. Denn ich tue es auch. So, was machen wir denn, ja, einfach erstmal mit der Wildklinge an, würde ich sagen. Das haut doch schon mal eigentlich gar nicht so schlecht rein. Ja, mit ihm greife ich normal an, weil dann kann ich mich ja eventuell mal heilen, mit ihm. So, dann, wie wäre es denn mit, keine Ahnung... Eisstalaktit. Oh ja, das hat auch ordentlich rein. Absolut. Okay, unser Heil ist also vergiftet. Das ist nicht ganz so gut. Okay, sind immer alle auf der Heiler, Mensch. Mann. Das war einfach so nicht geplant. Naja, immerhin einer weniger, nicht wahr? So, aber... Ich kann jetzt zum Glück mit der Seele Wasser wieder beleben. Ey, sag mal, das hat jetzt tatsächlich mit einem Papi überlebt, Gott sei Dank. Manchmal muss man auch ein bisschen Glück haben. Hä, was? Toll. Hab ich das selber übersprungen irgendwie? Okay, ich weiß nicht, ob das gewollt ist. Ich habe jetzt versehentlich auf Escape gedrückt und offensichtlich habe ich jetzt, also wurde der Magier jetzt übersprungen, was ja jetzt eigentlich gar nicht so toll ist. Ja. Jetzt kann ich nur hoffen, dass natürlich wird er wieder angegriffen. Windklinge. Nee, ich ich lasse mich mal extra jetzt besiegen, weil ich finde, das hat dann so, sowieso jetzt keinen Sinn mehr. Ja. So, keine Sorge, das war Absicht. wie fand ich gerade komisch, dass der Highlight einfach übersprungen wurde. Tja, da habe ich mich gerade gefreut über das bisschen Glück, weil er mit einem HP überlebt hat. Ja, und dann überspringe ich versehentlich im nächsten Zug und kann das nicht mehr rückgängig machen. Ja, das ist natürlich das typische Glück eines Let's Players, sagen wir es mal so. hat er da nicht irgendjemand Gift oder so? Ja, hier ist es doch Gift, Mensch. Weil das war mir noch wichtig, dass man da mit Gift angreifen kann. Glaube, das wäre gar nicht so schlecht. Obwohl, nicht unbedingt. Das ist eigentlich schon, glaube ich, ganz gut so bei ihr. Aber der Darius, der könnte doch, glaube ich, ja, Erde Plus und, ja, komm, ne? Dann geben wir ihm auch mal Gift. So. Jetzt klappt das bestimmt, da bin ich mir sicher. Da bin ich eigentlich recht zuversichtlich.
So. Die Windklinge, wenn ich bitten darf. So. Dann, angreifen. Sehr schön, Gift. Dann der Eisstalaktit. Okay. So, dann greifen wir natürlich jetzt nochmal an. Dann kann er ihn aber schon mal vergeben. Und so, jetzt fangen wir mal an. Nein! Die sprechen sich immer ab, wenn sie angreifen, das gibt's doch gar nicht. Toll, dies lebt ja noch. Gegenstände. Seenwasser. Magie. Eisschalaktie. So, weg mit dir. Dankeschön. Okay, jetzt hatte ich Glück, dass sie nicht auf Arianit gegangen sind. Aber du musst jetzt definitiv mich heilen. So, was dann auch normaler. So, auf jeden Fall sind diese Pferde vergiftet, aber wir leider auch. Okay. Dann nochmal die Windklinge. Und der normale Angriff. Und auch hier. Natürlich. Ja gut. Dann wirst du jetzt mal Seenwasser auf den Heiler anwenden. So, wunderbar. Magie. Heilung auf dich selbst, genau. Magie. Eisschlag geht auf dich. Oh Mann. Einmal die Windklinge. Ja, Gieselkraut, komm. Angriff. Nochmal Angriff. Sehr gut. Jetzt sind sie alleine. Sieht das schon mal ein bisschen anders aus hier. Aber jetzt würdest du hier nochmal ein Gieselkräutchen geben. So, du greifst nochmal an. So, Windklinge. So, die Heilung. Mal ganz schnell. Hier nur noch ein AP. So. Und dann nochmal der Eisschalaktit. Der normale Angriff. Ja, sehr gut. Nochmal, nochmal. Und du auch nochmal. Ja, okay, aber den schafft man ja auf jeden Fall. Sehr schön. Das war's also, ja. Aber ich glaube, hier scheint es irgendwie nichts Besonderes zu geben, oder? Ah, doch. Also, in der Kiste war, wurde längst geplündert. Ach so, das war jetzt quasi ein Knopf, auf den ich getreten bin, okay. Heiltrank, sowas ist natürlich immer gern gesehen. Als Gelehrten, der die Monster der Kanalisation erforscht hat. Genau wie hier. Tja. Ach, das ist ja nur ein Weg. So. War der vorher schon da oder haben wir den jetzt quasi erst durch den Knopf ausgelöst? Ich meine durch den Knopf. Eine dreieckige Öffnung. Okay. Tür ist verschlossen. Offenbar muss etwas in die Öffnung in der Wand gesteckt werden, um sie zu öffnen. Ja, habe ich schon fast gedacht sogar. So, dann sprechen wir nochmal. Und gehen da lang. Schatulle und im Sack befinden sich Kupfermünzen, die schon seit vielen Jahren nicht mehr benutzt wurden. Aha. 50 Dukaten. Wunderbar. Ja, fest verschlossen. So, okay, dann waren wir da auch schon mal im Raum. Dann schlage ich vor, gehen wir erstmal da lang. Aber, naja, offensichtlich geht's noch nicht. Also müssen wir doch erstmal da lang. Und wieder haben wir ein paar neue Wege.
aber auch hier können wir erstmal nicht lang. Dann gehen wir erstmal da lang. Zwar reines Schwarzerz. Metallstange, viereckige Spitze. Oh. Was kann das bitte? Nichts. Metallstange. Die Stange hat eine rechteckige Spitze. Okay. Rechteckig. Oh, da wird es wohl wieder gleich was geben. Bitte was? Naja, immerhin nur einer. Naja, okay. Aber das war schon mal nicht so gut. Was bist du denn eigentlich? Ein Aasfresser, okay. Dann schaffen wir das Maul des Aasfressers mit Erde. Joa. Ist halt ganz okay. Na gut, der kann nicht vergiftet werden. Ich hätte mich ehrlich gesagt auch gewundert. Ja, okay, das klappt so schon mal gar nicht schlecht. Quatsch. Gegenstände, Geselkraut. Angriff. Angriff. Sagen wir mal Heilung auf sie diesmal. Und Angriff. Magie. Erdschaden, bitte. Ja, die hört doch nicht recht gut rein. Genau wie der Eisstalaktit. So, ich müsste sie aber gleich drin geheilt werden. Am besten mit einem Heiltrank. So, er sollte sich selbst mal heilen. Das war jetzt nicht so dolle. Kommt die Erdschaden. Oh, sie hat ja nur noch ein HP. Ja, 100% wären da in dem Fall jetzt ganz gut, ne? Ja, für mich. Heiltrank. So. Dann haben wir weiter nochmal. So, jetzt hier nochmal mit ihrem Eisstalaktit, bitte. Angriff. Ja, sehr gut. So, jetzt Heilung auf dich. Normaler Angriff. Magie, die Erdstacheln. Sag mal, wie viel willst du eigentlich noch aushalten? Ja, nochmal der Eisstalaktit. Nein! Die sind immer noch da. Eieiei, dann Heilung auf. Arianid. Angriff. Ja, endlich! Längst überfällig. So, TP plus 20, wunderbar. So, dahinter ist auf jeden Fall noch ein Raum. Starke Rune der Luft. Oh! Ah, okay. So, dann mal gucken. Ausrüstung. Valade. Luft. Achso, sie hat ja schon so eine. Okay. Ja. Ich glaube, für ihn wäre tatsächlich auch Luft ganz gut. Dann lassen wir das erstmal so und gehen wieder zurück. Oh. Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Ja gut, ich würde es jetzt nicht als Fehler bezeichnen, weil sie könnte ja hier durchaus ein Weg sein, ne? Ja gut, aber ob das so
gewollt ist, weiß ich tatsächlich jetzt nicht. Da bin ich mir tatsächlich nicht sicher, ob das so gewollt ist. Achso, da waren wir schon. Da geht es immer noch nicht weiter. Wo ging es denn nochmal? Eventuell weiter? Da auch nicht. Ich nehme an, da geht es auch weiter nicht weiter. Ne, genau, weil das war dreieckig. Genau, hier müsste es jetzt weitergehen. So, speichern wir nochmal. Wo sind wir denn hier? Offenbar hatte sich ja vor langer Zeit mal ein Schmied versteckt, der in Ungnade gefallen war. Als Schmiedewerkzeug. Du schleifst die Spitze der Taschenlampe. Sie ist jetzt dreieckig. Oh, cool. Dann wissen wir ja, was wir als nächstes zu tun haben. Du steckst die Stange mit der dreieckigen Spitze in die Öffnung. So, und natürlich wieder speichern. Die Bücher werden von Elfen... wurden von Elfen geschrieben. Alleine der Gedanke, dass ein Dunkelelf sie besessen haben könnte, lässt dich erschaudern. Warum das denn? Naja, Hauptsache Knopf gedrückt. Da ist aber noch ein Raum. Zweimal reines Schwarzerz. Heiltrank. Eine Schildkröte. Die Riesenschildkröte kann uns sicher durch das Abwasser bringen. Oh. Achso, ich dachte jetzt. Welche Frucht willst du der Schildkröte geben? Rote Frucht? Okay. Okay, gut, ich verstehe, aber glaube ich tatsächlich nicht. Blaustopp. Okay, interessant. Zwei rote, zwei grüne. Oh. Ja, ich würde sagen, links. Ja, blau dann halt. Nein. Wo bin ich hier wieder gelandet? Oh Mann. Tja, was mache ich nur? Was mache ich nur? Tja. Gute Frage, ne? Okay, die kann man auf jeden Fall nicht verschieben. Aber die. Scheiße, ich will da an das Item ran. So, an das Item komme ich auf jeden Fall schon mal. Zweimal reines Schwarz jetzt. Wunderbar. Das ist natürlich eine Frage, ne? Ja, okay, das geht so. Zu einem Unterbeere, was auch immer das bringt. So, dann führen wir so. Ja, gut, das kann ich jetzt nicht mehr verschieben, leider. Aber ich kann sicherlich genau noch da rein. Und dann komme ich doch bestimmt nochmal genau so dahin. Oh, seht, was ist sehr gut. So, dann immer so, dann immer so und dann rein da. Rune des Zauberbands, starke Rune der Schwäche und 100 Tukaten. Sehr gut. Quasi. Oh, jetzt sind die Block alle weg, okay. Quasi diese Bonusräume sind das hier, ein Bonusrätsel, denke ich mal. Aber schon ziemlich kreativ. So. Ausrüstung. Mal gucken.
Okay. Schwäche, Schwäche. Komm, dann Schwäche plus für ihn. So. Sehr gut. Wieder rauf mit die Schildkröte. Wir haben jetzt 0 blaue Nüsse. Tja, das ist natürlich blöd. Die Tierschule kann uns sicherlich das Abwasser bringen. Dann erstmal ja, Schule lässt sich mit 3 Arten von Futter füttern und steuern. Rote Früchte lassen. Okay. Ah ja, okay, dann hat sie wieder die ganzen Nüsse. Okay, dann dieses Mal nach rechts bitte. Ja, dann will ich natürlich auch hier anhalten. Starke Rune des Feuers erhalten, Elixier der Heilung, 100 Dukaten. Ja, hier gibt es schon so einiges. Feuer. Ich meine. Ja, okay, der hat schon Feuer. Ich glaube, sonst konnte doch keiner mehr so. Ja, gut, konnte schon Feuer, aber. Na gut. Aber es ist ja trotzdem nicht schlecht, 2 zu haben für den Fall der Fälle. So, wir gehen wieder nach rechts diesmal. Und halten hier an. Zweimal rote Frucht, zweimal grüne Frucht, blaue Frucht. Okay, sehr gut. Da halte ich natürlich auch gerne an. Starke Rune des Rüstungsbruchs, Elixier der Gesundheit oder Dukaten. Wunderbar. Tja, schade. Machen wir das Ganze doch noch einmal. Achso, ja gut. Hätte ich auch überspringen können. So, dieses Mal wieder nach links. Ich meine, auf der rechten Seite, da haben wir ja soweit, glaube ich, schon fast alles tatsächlich. Dieses Mal nach rechts, da waren wir vorher nämlich nicht. Ja gut, hier gibt es ja nichts, also dieses Mal, ich meine rechts, wie gesagt, da waren wir ja schon so weit, also jetzt diesmal nach links. Oh. Okay. Ja, stopp. Ich meine, hier waren wir schon. Ah ja, das war das. Ja. Ja gut, ich gehe mal davon aus, so, dass zumindest das meiste sollten wir haben. Ja, gut. Dann lassen wir die Schildkröte einfach mal ruhen. So, aber coole Idee, auf jeden Fall. Da waren wir. Wo waren wir denn noch nicht? Genau, da ist, müssen wir eigentlich hier lang. Alles klar. Ach du meine Güte. Die waren früher nicht da. Lucia war wohl vorsichtiger, als ich dachte. Tatsächlich erinnern die mich an so ein gewisses Monster aus dem Spiel Dark Aliens. Keine Ahnung, ob das einer von euch kennt, aber die habe ich schon ziemlich stark daran. So, was kann ich denn machen gegen euch? Joa, sagen wir einfach mal, ein bisschen Erde kann ja nicht schaden. Ja, so. Dann schlage ich vor.
Ja, komm, du greifst normal an. Gift, sehr gut. Du wie immer mit deinem Eisstalaktit. Gift macht ja also schon mal nichts aus, das ist schon mal nicht so gut. Erstmal alle normal an. Oh oh, Leben. Okay, ja, nee, kann ich also gar nicht angreifen, wie ich das sehe. Das ist natürlich schon mal nicht so gut. Was hatte ich gerade nochmal eingesetzt? Ich glaube, Erdspeer. Oh. Ja gut, er sollte sich jetzt erstmal selber heilen. Oh. Das war nicht so gut. Die Lähmung, die dauert aber auch ein kleines bisschen lange an, habe ich so das Gefühl. Ah, komm, Seelenwasser. Jo, da hat wohl schon mal gut geklappt. Ja, hätte ich vielleicht eher so machen sollen. So, jetzt sollte ich dich erstmal heilen. Ah, okay, sie ist wieder einsatzbereit. Sehr gut. Dann schlage ich vor. Kannst du jetzt mal. Ja, natürlich wieder mit dem Eisschlag-Heat an. So, du setzt dann jetzt nochmal sehen, was auf sie ein. Du greifst an. Du setzt deine Wildklinge ein. Cool! Tja, da muss wohl schon wieder wiederbelebt werden, wa? Mein Gott, ist das ein Sorgenkind. So, ja, dann nochmal natürlich das. Jetzt setzen wir den Erdstachel ein. Magie, Heilung. So, jetzt auf das Sorgenkind hier. Angriff. So, er sollte jetzt mal ein Ginselkräutchen auf sie einsetzen. So. Aber der scheint schon ein bisschen zäher zu sein als der andere. So, natürlich wieder der Eisstalaktit. Ei, das hat auch schon ziemlich reingehauen. Jetzt machen wir mal wieder die Erdstacheln. Ah, Heilung lohnt sich, glaube ich, nicht so richtig. Oh Mann. Ja, komm, aber das geht schon, glaube ich, noch so ohne sie. Ja, schon echt heftig rein. Ja, komm, mach's mal hier Erdstacheln, ausnahmsweise. Ja, wunderbar. Der hat Feuerball Stufe 2 und Eisstalaktit Stufe 2. Das hört sich doch mal sehr gut an. Wir haben Blitz Stufe 2. Darius. Oh, achso, die steigen dann quasi auch auf. Okay, das ist cool. Lernt Erdstrahl Stufe 2. Das ist Kurier und Stufe 3. Kestrin lernt Feuerball Stufe 2. Valadel lernt Blitzschlag Stufe 2. Valadel Erdstrahl Stufe 2 und Kurier und Stufe 3. Nee, ne? Schon wieder? Ehrlich? Du weißt nicht, ob du alles in Qualität erledigt hast. Ja, ich denke schon. Ich muss mit dir reden, Vater. Wie kannst du es wagen, mir nochmal unter die Augen zu treten? Ich scheiß auf deinen Bann. Ich rede nicht vom Bann, du hast unser Volk an die Menschen verraten. Um genau zu sein, wurde Arianin von den Menschen hintergangen. Schweig, Mensch. Ich... Es spricht schon Bände, dass du dich mit diesen niederen Wesen abgibst.
Sogar eine schäbige Elfe hast du nach Urelit geführt. Du bist nichts als eine Schande. Halt endlich dein Maul. Ich habe noch nie einen Dunkelelfen weinen sehen. Du bist so entsetzlich schwach, Arianit. Nein, Gefühle sind keine Schwäche, Vater. Eure Angst, sie zu zeigen, das ist Schwäche. Dunkelelfen weinen wie alle anderen auch, Elfe. Wir tun es nur heimlich. Aber genug damit. Ich will, dass du dich auf den Thron setzt, zumindest vorübergehend. Du bist zwar ein Arschloch, aber du bist nicht so unfähig wie Lothar oder Jarisch. Denkst du etwa, dass ich bei deinem Wahnsinn mitspiele? Ich halte nichts von diesem Emporkömmling Jarisch, aber er hat Lothar in ein faires Duell erschlagen. Er hat das Recht, den Thron zu besteigen. Und du glaubst, Jarisch? Lothar wurde von den Menschen getötet. Jarisch ist jedes Mittel recht, um an die Macht zu kommen. Selbst wenn er sich dafür mit den Menschen verbünden muss. Er wird unser Volk in den Untergang führen, und das weißt du. Aber ich sehe schon, ich verschwende nur meine Zeit. Wirst du jetzt. Okay, was wirst du jetzt tun? Sollte das wahrscheinlich heißen, Arianit? Was wohl? Ich werde Jahre töten. Ja, so logisch. Arashir Elfenzoo. Dabei habe ich den Wachen gesagt, dass ich nicht gestört werden will. Ich muss sie wohl hinrichten lassen. Das habe ich schon erledigt. Was willst du von mir? Dich töten natürlich für Lothar. Hast du dich schon mal gefragt, warum ich auf dem Thron sitze und nicht Lothar? Er ist tot, du Närrin. Woher soll ich das denn wissen? Denken ist anscheinend nicht deine Stärke. Aber gut, dass du gekommen bist, Verräterin. Ich habe herausgefunden, dass der Kristall, den Arianit mir gegeben hat, eine mächtige Waffe ist. Schau her. Keine Angst, so leicht lasse ich dich nicht sterben. Achso, schade, ich habe dich eh nicht gemobbt. Beziehungsweise Max immer noch nicht. Sieh an, noch eine Verräterin, die zu Besuch kommt. Ich habe eine schlechte Nachricht für dich, Yarish. Du wurdest gerade abgesetzt. Sicher nicht von dir. Ich hätte dich damals eigentlich nicht erschlagen sollen, aber man lernt ja aus Fehlern. Bitte was? Wurde nicht gerade gesagt, die Leibwächter wurden erschlagen. Und jetzt stehen sie doch wieder hier. Okay, das ist interessant. Ja. Gut. Beziehungsweise nicht gut. Jo, wann machen wir denn da? Wie wär's denn mit der Windklinge? Jo, kann man machen. Gift, was wahrscheinlich wieder nicht funktioniert. So, der Eisschlag-Tiet. Oh, der hat aber richtig rein. Ja, die funktioniert nicht. Ja, ich denke auf jeden Fall erstmal zum Beispiel um die Leibwachen. Wäre sicher nicht so verkehrt. Ja. Sehr gut, einer weniger. So, das war auch gar nicht mal so schlecht. So, Gegenstände. Seelenwasser. Sollte er sich erstmal selber heilen? Ist auch mit einem Beitrag. Du sollst erstmal einen Gesellkram gönnen. Oh nein. Dass die mal alle auf eingehen müssen, gibt's doch gar nicht. Haben wir denn noch irgendwas zum Wiederbeleben? Ah, ja, das wäre sicher gar nicht so schlecht, aber ich versuche erstmal. Wer ist denn jetzt überhaupt dran? Weiß ich gar nicht. Achso, okay. Gut, dann werde ich jetzt das einsetzen.
Achso, das war das Falsche. Ich Idiot. Seelenelixier. So, jetzt aber. Moment mal. Hebt Kampfunfähigkeit auf. Heilt 100% der TP. Das sind aber nicht 100%. Bin ich jetzt aber enttäuscht. Ja, das steht doch. Seelenelixier, das habe ich doch gerade verwendet. Hebt Kampfunfähigkeit auf, heilt 100% der TP. Das ist hier nicht der Fall. Das heilt ja genauso viel wie das normale. Das ist aber jetzt nicht so gut. Das ist dann wahrscheinlich ein Fehler. Also für mich ist das jetzt vor allem nicht gut. Magie, Eisschlagtit. Kann ich jetzt nur hoffen, dass sie die erstmal nicht angreifen. Tja. Da muss ich erstmal... Eieiei, da muss ich erstmal... Okay, dann mache ich jetzt so. Elixier der Heilung auf ihn. So. Mit ihm werde ich dann jetzt sie heilen. So. Mit ihr werde ich dann jetzt nochmal einen Heiltrank gönnen. So. Okay. Dann jetzt weiter. Eine Klinge. Angriff. Angriff. So, ich glaube, so langsam können wir schon mal so auf den hier fokussieren. Denn ich denke, er wird jetzt mit dem Eisschlag dann Geschichte sein, jawohl. Ist das schon mal gut, dass er alleine ist. Was machen wir denn jetzt Schönes? Ja, keine Ahnung. Gucken wir doch einfach mal, was der Blitzschlag so sagt. Ja, kann man auf jeden Fall mal machen. Eieiei. So, dann muss er sich erstmal dringend heilen. Der Dude, der macht keine halben Sachen hier. Gegenstände. Heiltrank. Magie. Komm, jetzt mache ich mal den Feuerball. Oh. Was hat er jetzt gemacht? Das macht mir Angst. Ah, aber er ist schon im Hochbereich. Sehr gut, sehr gut. Magie, Heilung. Auf Arianid. Angriff. Alter! Okay, jetzt rastet er nochmal richtig aus dem Schluss. Komm, noch einmal Feuerball und weg mit dem Dude. Sehr gut. Abwehr plus 5%. So, die Leibwachen, die ja eigentlich schon vorher tot waren, die sind jetzt wohl tatsächlich endgültig tot. Und der andere tatsächlich auch. Der Jarisch. Der schwarze Kristall ist noch in einem Stück. Das ist also diese mächtige Waffe. Verschwinden wir erstmal von hier. Ne, die eine kannst du ruhig liegen lassen, die ist nicht so wichtig. Was ist mit der Dunkelelfe? Wir nehmen sie mit. Na toll. Sia schließt sich der Gruppe an. Hieß sie nicht Sia mit S? Nicht mit C. Ich möchte den Kristall von unseren Gelehrten untersuchen lassen. Und warum? Je eher wir ihn zerstören, desto besser. Der Kristall zersplittert doch sowieso, wenn er benutzt wird. Warum sollten wir ihn verschwenden? Du willst ihn gegen Havia einsetzen. Nur wenn Havia uns keine Wahl lässt. Ihr Menschen versteht es einfach nicht. Wir können immer noch entscheiden, was mit dem Kristall passiert, wenn wir zurück in Minrod sind. So, das denke ich auch. Wir sollten uns erstmal ausruhen. Ich frage mich, woher der Kristall stammt. Ist er natürlich entstanden oder wurde er künstlich erschaffen, mit dem Ziel, ihn als Waffe einzusetzen?
Woher kommen die Kreaturen, die der Kristall beschwört? Die Finsternis, von der gesprochen wird, ist vermutlich nicht mehr als eine Metapher. Ich nehme an, dass die Wesen aus einer anderen Welt gerufen werden. Das ist seltsam. Der Kristall hat seine Farbe gewechselt. Ich lege ihn lieber wieder zurück. Das wird langsam Zeit. Arianit? Ach genau, Kia hieß sie, nicht Zia mit C. Also eigentlich mit K, ne? Dann war das vorhin falsch geschrieben. Arianit, wo kommst du denn her? Ich dachte, du bist tot. Wo bin ich überhaupt? Ich habe dich bei Jarisch gefunden. Er hat dich mit irgendeinem Zauber betäubt. Der feige Elf hat diesen schwarzen Kristall benutzt. Hast du ihn wenigstens getötet? Ja, er ist tot. Dann bist du wohl doch eine Dunkelelfe. Eine Elfe? Vergiss, was ich gesagt habe. Wie kannst du... Verdammt, sei endlich still. Ich habe nicht vergessen, was im Aldarista passiert ist. Aber ich kann dieses Spiel auch spielen. Du tust nur so, als ob... Ja, also halt dich zurück. Ich frage mich, woher die Kristalle stammen? Das weiß ich leider auch nicht. Unsere Gelehrten haben einen der Kristalle bei Ausgrabungen entdeckt und erfahren, dass er als Waffe eingesetzt werden kann. Dann wisst ihr vermutlich auch nicht, wer die Kristalle erschaffen hat. Nein, aber ich bin mir sicher, dass sie erschaffen wurden. Sie sind nicht natürlich entstanden. Wegen damals. Danke, dass du mir geholfen hast. Im Gegensatz zu ihr hast du ein Herz. Nein, das habe ich nicht. Jetzt bist du aber zu streng mit dir. Mir wird schon schlecht, wenn ich diese Elfe nur sehe. Ich sollte sie einfach töten. Oh. Wir hätten dich einfach sterben lassen sollen. Du spitzt doch. Ach ja? Du willst doch auch alle Menschen töten. Das ist was anderes, natürlich. Nein, das ist nicht. Du bist echt ein Heuchler. Nein, wir sind immer ehrlich. Ich spreche aus Erfahrung. Ich hätte nicht gedacht, dass Dunkelelfen so verletzlich sein können. Sag nicht, dass du jetzt Mitleid mit mir hast. Nein, das hält sich in Grenzen. Aber du kommst mir zumindest etwas menschlicher vor. Willst du mich beleidigen? Ihr Menschen seid genauso arrogant wie die Elfen. Ihr seid nicht das Maß aller Dinge und vor allem nicht so reinherzig, wie ihr euch immer darstellt. Da ist was dran. Wir unterscheiden uns wohl alle nicht so sehr, wie wir denken. Vielleicht werden uns ja doch wir uns doch immer verstehen. Hoffentlich bevor wir uns gegenseitig auslöschen. Ich würde nicht drauf wetten. Nachdem die Gefährten in Palantir angekommen waren, Vater, was machst du denn hier? Ich hatte etwas mit Fürst Kadora zu besprechen. Leider hat sich die Aussicht zum Schlechten gewendet. Was ist passiert? Havia hat herausgefunden, woher die schwarzen Kristalle stammen. So eine verfluchte Scheiße. Verzeiht mir die Wortwahl, Eure Majestät. Ich kann sie nachvollziehen. Kessrin, ich will, dass du die Quelle der Kristalle der Havia findest. Und wo soll die Quelle sein? In Daimodir. Ich kenne nur wenige Bücher, die sich mit Daimodir befassen und sie alle tun es sehr oberflächlich. Oh, scheiße, das war die falsche Stimme. Verdammt nochmal. Das wundert mich nicht. Daidomir will mit seinen Nachbarn nichts zu tun haben. Sie lassen niemanden ins Land, der kein Passierschein hat, mit Ausnahme der Kapua vielleicht. Da dürfen wir wohl nicht gesehen werden. Ich werde dich begleiten. Die Kristalle müssen zerstört werden. Und ich helfe euch. Ich glaube euch nicht, dass ihr die Kristalle zerstören wollt. Ihr werdet sie gegen uns einsetzen. Deswegen gehen wir mit und sorgen dafür, dass die Kristalle wirklich zerstört werden. Vater, hier ist der Kristall, der von den Dunkelelfen gestohlen wurde. Was bei der Dunklen? Sie können den Kristall ruhig haben. Lasst uns sofort nach Daimodir aufbrechen. Ah, okay, wir können uns wieder frei bewegen. Eigentlich wollten wir nach Avelor, aber wir haben uns wohl leicht verlaufen. Wollt ihr vielleicht was kaufen? Zeigt mal, was ihr habt. Ja, dann... Jetzt zeigt doch mal, Mensch, was soll das? Hat aber lange gebaut. So. So, Seenwasser, dringend. 5 Stück auf alle Fälle. Heiltränke. Scheiße, wir sind schon wieder pleite. Hilfe. Verkauf.
Heilt Lähmung, entgegener Trank. Das benutze ich sowieso nie so richtig. Puh. Aber erstmal lassen wir das so. Ja, dann auf jeden Fall einmal das. Einmal. Scheiße, das ist echt pleite. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ah, ich müsste was verkaufen. Verdammt nochmal. Im Besitz 5. 1. Ja, 5. 1. Das ist alles. Und Kräuter habe ich auch gar nicht mehr. Das ist leider nicht so dolle jetzt. Das ist echt nicht so dolle. Ja. Heilschwäche und Zauberschwäche. Heilt Lähmung. Heilt alle negativen Zustände. Ja, das ist bestimmt auch schwer, aber na. Harteisenpulver. Wie viel macht das? Cool. 2. Oh je. Ja, das bringt ja irgendwie gar nichts, noch nicht mal. Das lohnt sich eigentlich gar nicht, das zu verkaufen. Oh je. Das ist natürlich jetzt nicht so dolle. Oh, ich weiß nicht. Das tut eigentlich weh, wenn ich sowas verkaufe. Das, ne? Schwarzerzstück. Verstärkwaffen und Rüstungen. Ja, gut, aber die brauchen wir ja im Prinzip für diese Rüstung. Das wäre das auch nicht so clever. Ja. Kampfstab. Ah, nee, das ist auch nicht so dolle. Ja, ich fürchte, da müssen wir erstmal sparen, tatsächlich. Ein bisschen. Ja, und weiter geht es dann hier in dieser Ebene. Und ja, bis es dann soweit ist, würde ich natürlich wie immer sagen, macht's gut, euer Bärenbruder.